Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen Kunden-Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Akkustaubsauger. Er ist daher kabellos zu benutzen. Ja, kabellos ist bei uns gerade voll in, wie ihr seht. Der kommt von Mozo. Cooler Name wieder. 18 Kilopascal mit starker Saugkraft. Besonders leise. Es ist ein Handstaubsauger mit Mehrfachbürsten für Hartboden, Teppich, Auto, Tierhaare. Und der Typ ist der K17. In dem Fall ist es das U, weil ich denke, es gibt wohl auch das Ding in anderen Farben. Ich habe die rote Farbe gewählt. Energieklasse A+ ist am Start. Und das Ding kann 7 bis 18 Kilopascal saugen. Mittelfeld. Und 12 bis 30 Minuten rumsaugen. 12 Minuten natürlich dann, wenn ihr volle High Power macht. Das ist logisch. Der Akku da drin wird dann dadurch ja viel schneller leer gesaugt. Ne? Also es ist schon eine Logik dahinter. Weil es hört sich jetzt wenig an, 12 Minuten nur. Aber ihr saugt ja nicht permanent auf voller Power. Ne? Also eher sind dann so, ich denke mal 20 Minuten, wird dort die Laufzeit dann im Mittel sein. Was dann auch wieder okay ist, weil wenn ihr jetzt, das Ding ist ja jetzt nicht für die, für jetzt irgendwelche Mansions oder so, sondern das Teil ist eher so für die mittlere Etage, wenn ihr 3 Etagen habt, so ein Zusatzding. Also wir wollen es zumindest in der mittleren Etage in den Einsatz bringen hier. 72 Dezibel, das ist recht leise und das Design kommt. Konzept von Einfachheit, dessen Kern die Idee des einfachen Lebens ist. Und in diesem Design, das Feld zusammenbringt, ist der Grund, warum der K17U Akkustaubsauger nun hier erscheinen worden ist. Mozos Akkustaubsauger, 250 Watt Hochleistungssaugerlinchen und er geht halt bis 18 Kilopascal. Turbinenbetriebene Bodenbürsten, unabhängiger Motor. Cool, das heißt also, die haben die Turbine wirklich nach unten ausgelagert, die dort durch einen extra Elektromotor angetrieben wird. Nicht schlecht. Die den Boden abwischen können, um den Boden vor Kratzer zu schützen. Verbaut ist ein HEPA-Filter und hier steht noch PM0.1 mit hoher Dichte. Das heißt, hier kann dann dieser Filter bis zu 99% an Fremdstoffen ausfiltern. Das heißt also, wir haben hier einen, hinten kommt bessere Luft raus, als vorne reingesaugt wird. Das ist cool. 2 Modi sind elegant und kompakt. Und wir haben eine LED-Leuchte vorne, nicer, um einfach den Weg zu leuchten. 4,5 Stunden Ladezeit, 2,5 Kilo ist der Artikel schwer. 72 Dezibel Schallpegel, 1,5 Liter Staubbehälter und 250 Watt ist die Leistung des Motors da drin. Nice. Und das, jetzt weiß ich auch, warum das U heißt. Der K17U ist die aktualisiertere Version von dem K17 selber. Alles klar. Alles klar. Wir werden jetzt mal ballern und gucken, wie das Ding uns zusagt. Deshalb kommt es her mit so einer kompakten Verpackung. Also eigentlich sind ja Staubsauger viel größer verpackt, aber das ist ja schiebbar hier vorne und wir haben dann die Düse da vorne und hier hinten ist die Einheit, wo der Motor drin ist, wo dieses Zyklon-Zeugs ist, weil es ist ja auch ein Staubsauger ohne Beutel. Von der anderen Seite sieht er genauso aus, von unten ist nichts, von oben ist auch nichts, deshalb jetzt nicht so spektakulär. So, schauen wir uns mal an, was wir da drinnen so zu erwarten haben. So, aufgeräumtes Design hier drinnen schon mal. Das ist ja schon mal angenehm. So, Bedienungsanleitung in Englisch. In weiteren Englischen, aber ist nicht schlimm. Ihr guckt einfach das Video weiter, dann wisst ihr danach, wie es funktioniert. So, erstes Teil. Hier ist so eine Düse. So eine Schrubbdüse mit Brushes dran. Warum ist das denn in eine eingeschweißte Verpackung drin? Oh. So, da ist es. So, hier haben wir also Brushes. Das sind hier Bürsten. Okay, die Bürsten sind dafür da, um das Handstück dann wohl zu benutzen.
um in Ecken etc. leicht was absaugen zu können. Nächstes Teil. Stroh. Wir müssen ja den Akku wieder laden, deshalb gibt es ein Netzteil dabei. Netzteil ist ganz einfach reinzustecken. Es gibt also keine Ladestation, wo ihr das Ding reindippt. Die einen oder anderen werden jetzt sagen, boah, keine Ladestation. Ja, ja. Ich habe auch einen gehabt in der Vergangenheit, wo eine Ladestation dabei war. Und das war sogar ein Markenhersteller. Und es war immer nervig, das Ding da reinzufummeln, ohne Scheiß. Auf dem Boden ist dieses Ladestationchen dann, ne? Und dann kommt sie mit dem Staubsauger an, nach einem harten Homework, ne, durchs Staubsaugen verursacht, vollgepackt mit Staub, kommt ihr dann zu der Ladestation zurück und wollt eigentlich nur noch den Saft in die Batterie bringen. Dann muss man den Staubsauger anheben, man muss ihn da reinstellen und man muss dazu auch noch die beiden Kontakte treffen, was gar nicht immer so einfach war, weil der Staubsauger ist recht schwer gewesen, den ich dort hatte. Und der wabbelte immer rum und oh, also deshalb, es hat Vorteile und es hat Nachteile. Der Vorteil ist, hier einfach dran stecken, fertig, klar. Der Nachteil ist, das wird jetzt nicht dann halt so professional-mäßig dahingestellt. Und wenn ihr dann Leute zu Besuch habt, ne, so Desperate Housewife-mäßig, dann wird bestimmt euer Besuch dann sagen, ihr habt keine Wandhalterung oder so. Moment, eine Wandhalterung war, glaube ich, dabei. Ihr habt keine Ladestation. Aber eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Wirklich. So, nächstes Ding. Ja, die haben ja echt alles eingeschweißt. So. Das hier ist eine Düse, die vorne eine Verjüngung aufweist. Die Verjüngung ist dafür da, um einfach die Düse-Power vorne. Also das Volumen des Rohrs wird dann minimiert. Das ist wie beim Gartenschlauch, wo Wasser rauskommt. Dann, wenn ihr das zusammendrückt, dann kommt der Schlauch und dann spritzt es ja weiter. Und hier bei einem Vakuum ist es genauso. Wenn ihr die verjüngt, dann wird hier vorne an dem Punkt einfach die Saugleistung größer. Und der Hersteller, der ist ja gar nicht verblödet, der hat hier vorne sogar eine Aussparung, dass kein zu starkes Vakuum passiert, gemacht. Aber ehrlich gesagt, bei den ganzen Staubsaugern, die ich habe, wo diese Aussparungen sind, halte ich die meistens zu, um noch mehr Saugpower rauszuholen. Aber für den normalen Gebrauch ist das schon richtig. Wir brauchen auch eine leichte Abfuhr des zu starken Vakuums. So, hier ist eine Reinigungsgedöns, ne? Was zum Reinigen. Oh, okay, alles klar. Das ist ein Reinigungsding, ne? Also eine Bürste. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir das Lager, ey. Okay, volle Oschi, ist auch recht schwer. 48,84, also fast 50 Kilo, Wattstunden. Und Lithium-Ionen, Modell K17 steht hier. Battery Output ist DC 22,2 Volt. Also Gleichspannung 22,2 Volt läuft das. Und es hat 2200 Milliampere Stunden. Der Adapter selber bringt halt 26,5 Volt, 500 mA und er ist CI, GS, ROS und es ist eine Lithium-Ionen-Batterie hier drin, die auch verifiziert ist. Nice. Ne, und hier sagte ich ja gerade, könnt ihr dann auch laden. Da ist der Stecker-Port. Reinstecken, laden. Ne, also ganz, das ist ganz banal, ganz easy. Und wenn ich das jetzt so richtig sehe, können wir das auch vom Gerät trennen. Ich hoffe, das ist leicht, weil dann könnte man nämlich das Gerät zum Beispiel an die Wandhalterung packen oder irgendwo in die Ecke legen oder wo auch immer ihr wollt und könnt das Ding dann extra separat irgendwo laden. Das ist cool. So, weiter geht's. Jetzt, boah, geht's weiter. Jetzt kommt der dicke Stick hier an den Start, ey. Hier kommt er. Der aus, wow, Metall gefertigt. Alter, ich dachte nicht, dass das Ding aus Metall ist. So, was haben wir hier? Das ist der Mittelteil. Er ist aus Metall gefertigt. Cool. Und auch schönes Metall. Guck mal, das ist so matt. Ich glaube, es ist pulverbeschichtet, wenn ich das richtig merke mir. Hier haben wir einen Schnellverschluss. Hier vorne haben wir einen Schnellverschluss. Und der Schnellverschluss macht auch was. Also beide machen was, aber der macht jetzt schon was. Wenn wir da drauf drücken, dann können wir das entrasten. Cool. Also das ist gute Qualität jetzt schon, sage ich. Hier ist sogar noch ein Führungsstart drin. Boah. Nice.
Ey, das ist schön. Ey, da bin ich jetzt überrascht, weil das hatte ich gar nicht so genau gelesen. Ich dachte, das wäre Plastik. Weil eigentlich bis jetzt in jedem, auch in den teuren, habe ich bis jetzt immer Plastik-Tubes gehabt. Aber hier haben wir ein Metall-Tube. Nice. Vielleicht ist es sogar Aluminium, weil es so leicht ist. Ich habe jetzt gerade keinen Magnet hier an der Hand. Das ist cool. Sehr nice. Guck mal hier. Also zusammengefahren. Anders habe ich ja gerade gezeigt. War auseinandergefahren. Ne? So, und hier passt das Zubehörzeugs noch nicht dran. Nee, das kommt dann an einen extra Partner. So, das ist also unser ausfahrbarer Bereich, hier der mittlere. Jetzt Deckel weg. Boah, wir graben uns hier voll durch, ey. Ah, hier ist ja doch die Wandhalterung. Hier ist die Wandhalterung, die mir gerade aus dem Wand gefallen ist. Mit 3M-Klebeband hinten drauf. Sehr schön, doppelseitig. Und hier können wir dann das Ding also an die Wand schrauben, mit beigelegten Schrauben und daran aufhängen. Also Wandhaltung ist auch noch dabei. Sehr schön. Jetzt kommen wir zur Bodendüseneinheit. Gute alte Bodendüseneinheit. So. Hier haben wir eine Walze, die sich drehen kann. Und hier drinne soll also ja auch der Motor dafür drinne sein. Das soll ja ein separierter Motor sein, was gut ist. Hier haben wir ein Gelenk, was federgelagert ist, merke ich. Guck mal, das macht so. Ja, hier, da ist auch der Strom. Deshalb, verstehe. Deshalb gibt es hier auch diese extra Leitung. Das ist nämlich dann die stromführende Leitung. Alles klar. Da wird der Strom also vom Tube hier unten da reingepackt, um den Motor, der hier sitzt, da wird ein Walzenmotor drin sein, der die Walze dann dreht, anzutreiben. Und die LEDs. 4 Stück an der Zahl haben wir vorne. Unten haben wir rechts und links normale Reifchen. Vorne haben wir 2 Reifchen. Hier haben wir etwas. Pelz, also ist kein echter Pelz, ne? Also hier so pelzartiges Struktur. Hier haben wir an den sich bewegenden, durch den extra Motor sich bewegenden Walzen haben wir auch noch solche kleinen Härchen da. Einmal zarte, einmal härtere. Okay, gut. Dann können wir das hier öffnen und dann werden wir damit dieses Teil abmachen können. So. Und dadurch können wir die Walze rausholen. Ne? Also, wenn die mal dreckig sein sollte. So, pass auf, okay, nochmal. Machen wir mal was näher. Kommt mal näher ran, Leute. So, jetzt. Hier. Gehen wir davon aus, ihr habt schon ein halbes Jahr richtig Hardcore-mäßig gesaugt. Ne? Und dann ist hier ganz viel Zeugs drum. Dann geht ihr diesen Schalter drücken nach hinten. Könnt dann dieses Teil entnehmen. So. Jetzt können wir die Walze rausholen. So, da kommt sie. Und jetzt sehen wir auch, wie die gebaut ist. So, da hinten sehen wir ein Antriebsritzel. Und auf der anderen Seite liegt es einfach nur drin. Gut. Aber ist auch normal. Also hier drüben wird dann so ein kleiner Zahnkranz sein, hier drin. So und so. Der von dem Motor, der hier drinnen liegt, angetrieben wird. Alles klar. So, aber jetzt zurück zum Säubern. Dann habt ihr die Walze in der Hand und könnt erstmal so richtig, richtig coole Moves machen. So. Oh yeah, Ninja. Oh. Und dann sammelt ihr hier die ganzen Haare mal raus. Ne? Und da kommt auch der hier zum Einsatz. Guck mal, da ist nämlich ein Messer dran. Dann geht ihr hin, geht dann drunter und schneidet die Haare ab. Nicht die Walze abschneiden, die Haare. Und ich würde fast behaupten, hier sind ja keine elektrischen Teile drin. Ich glaube, das könnte man sogar waschen. Nicht in der Waschmaschine oder der Spülmaschine, aber ihr könntet es bestimmt auch. Also ich würde es probieren. Nur danach trocknen. Ne? So, also, dann wieder zum Einbauen. Wir haben das jetzt schön sauber gemacht. Und jetzt sehen wir, hier sind Zacken. Da sind Zacken. Und diese Zackenseite kommt auf die Antriebswellenseite. Okay? So, das heißt, wir gehen jetzt hin und packen das so rum, dass es reinpasst.
auf der Seite hier haben wir so ein 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kant, so ein Nüsschen-Ding. Und das muss sich so rumdrehen, dass die flache Seite oben ist. Und so können wir dann die Walze wieder reindrücken. Schön. So, dann kommt hier der Verschluss dran. Der wird erst hier eingesetzt und rutscht dann darüber. Eingerastet. Oh, lief Gott. Das lief doch Gott. So, damit haben wir jetzt auch schon die Wartung von der Bodendüseneinheit vollzogen. Alles klar, hier an die Bodendüseneinheit. Da kann ja noch was drankommen. Und zwar der Kumpel hier. So. Nein. Ja. So. Das da. Hier zwei Kontakte. Hier ein Sockel. So drüber halten. Bajonettverschluss nach oben. Eingerastet. Fertig. So, jetzt fahren wir mal. Trockenübung. Hiermit können wir. Ja klar, damit können wir super hin und her navigieren. Funktioniert. Ne, ihr seht, wirklich funktioniert gut. Ohne Antrieb momentan. Ne? Die hier wäre nicht angetrieben, aber der da wird ja angetrieben. So, also ne, ihr seht den Sinn hinter dieser Lagerung da unten. Wenn ihr eine Movement oben macht, wird das übertragen nach unten und geht dann in die Richtung, wo ihr fahren wollt. So, super, okay, das funktioniert. Und dann natürlich hier ausziehbar. So, lassen wir es schon mal zusammen. Denn jetzt kommen wir zum großen Spektakel. Zum Hauptakteur hier. Das ist der Träger des Vakuummotors. Ja. So sieht er aus. Hier ist was zum Feuern. Und hier ist, wird wohl was sein, um den Akku zu entfernen. Ne, das ist hier hinten. Okay, also hier werdet ihr Gas geben. Hier könnt ihr Plus und Minus benutzen. Hier oben, das sieht cool aus hier oben. Guck mal, schönes Design. Da steht auch noch Müse oben drauf. Kleiner Bajonettverschluss, alles klar. Und hier unten haben wir die Möglichkeit, das zu reinigen bzw. zu entleeren. So, also hier, das ist das Compartment. Ne? Hier oben wird ja das, also hier drinnen ist der Motor. Der Motor dreht einfach andersherum, um nicht Luft zu pusten, sondern um Luft anzusaugen. Oder eher gesagt, der Motor dreht nicht andersrum, sondern die Blätter da drinnen, die Flügelblätter sind andersrum konstruiert, dass er dann das hier ansaugt, ne, hier, weil hier ist die Öffnung, hier ansaugt und das hier durchjagt durch den Filter, hier oben durch und hier hinten kommt es dann wieder raus. Okay, das ist das Prinzip dahinter. Das heißt, diese Dinger nicht zu halten und diese Dinger auch nicht zu halten. Aber das kommt hier an den Seiten raus, das kann auch sein, ne, dass das hier nur Lüftungsfreunde sind. Dadurch wird hier bis zu diesem Maximallinie der Staub angesendet. Der würde natürlich auch bis hier oben gehen, klar. Aber hier soll maximal sein, damit noch genug durchfliegende Luftmoleküle Platz haben. Hier, ich sehe auch gerade, da ist ein Rückschlagventil. Ne, das geht zu, wenn keine Luft mehr fliegt. Wenn wir aber jetzt so rumhalten, geht es auf, wenn die Luft also angesaugt wird. Okay, das ist dafür da, um zu schließen, dass nichts wieder rausfahren kann. Okay, wenn ihr also jetzt hier alles voll habt, ne, dann geht ihr einfach zum Mülleimer, haltet das Ding fest und geht hier an die Lasche dran. Damit könnt ihr das öffnen und dann fällt alles hier aus. Ne? Dann ist alles schön rausgefallen. Dann könnt ihr das hier noch schön sauber machen. Das Ding könnt ihr rausmachen. Hier ist Filter. Filter ist festgeschraubt, sehe ich gerade mit einer Schraube. Und dann könntet ihr das noch schön säubern und etc. rasieren. Und dann könnt ihr das wieder dran machen. Und dann könnt ihr weiter saugen. Oh yeah! Denkt dran, hier den Gummi immer zu checken, dass er nicht mit wegfliegt. Wieder zumachen und weitermachen. So, und hier hinten ist immer noch ein Mechanismus, der das dann bestimmt ausrasten lässt. Genau. So. Alter, also ich brauche gar keine
Ich bin, wir brauchen keine Bedienungsanleitung mehr lesen. Wir machen das jetzt immer in einem Take hier. Dieser Knopf ist dafür da, um den Container, wenn ihr ihn nicht so nehmen wollt, wie ich gerade gezeigt habe. Also erste Version ist so. Boom, alles auf dem Boden, beziehungsweise in die Mülltonne. Dann das Ding rausmachen, das könnt ihr schön waschen, auch zum Abwasch zum Beispiel geben, danach wieder rein. Zack, ist es erledigt, könnt ihr weiter saugen. Wenn ihr aber sagt, nein, das ist mir zu schwer, ich möchte das gerne alleine transportieren, ist möglich. Hier, ne, da, nach unten drücken, schaut mal nach unten. Und während ihr das unten hindrückt, könnt ihr das so nach vorne heraus bewegen. So, jetzt haben wir zwei Teile. Nice. So, und hier seht ihr, da wird die Luft angesaugt. Hier wird Strom übertragen sogar. Ne? Weg. Und jetzt könnt ihr mit dem Ding hier ganz gechillt zum Mülleimer gehen und das nochmal performen. Aufmachen, entleeren. Ne? Wieder rausholen, sauber machen. Hier drinnen sauber machen, dann wieder zumachen. Ne? Wieder schön draufstecken, zumachen, dann ist es fertig. Wir haben hier aber auch einen Filter. Das ist der HEPA-Filter. Da. Oh, HEPA-Filter. HEPA-Filter. Ich weiß, viele Hersteller sagen, dass sie nicht, dass sie nach irgendwie nach einem halben Jahr oder nach 6 Monaten ausgewechselt werden sollen. Ich bin aber der Meinung, ne. Erstens, erster Schritt. Ihr könnt ihr durchpusten. Wenn ihr zum Beispiel Hochpustfreunde zu Hause habt. Also durchjagen, dann ist das schön. Zweiter Schritt, wenn dann, also sagen wir, nach dem ersten halben Jahr geht ihr hin, durchpusten. Oder jeden Monat. Kommt auch an, wie staubig und wie oft ihr es benutzt. Zweiter Schritt wäre, um eine krassere Reinigung hinzukriegen. Zweiter Schritt ist mit Wasser. Einfach unter das Wasser laufen lassen und dann könnt ihr den, guck mal, der ist ganz flexibel, könnt ihr den ausdrücken und dann ist der wieder sauber. Das, wenn ihr das macht mit Feuchtigkeit, also Wasser hier rein, nicht wieder in das Gerät rein, nö, weil dann schimmelt der. In die Sonne legen und wirklich einen ganzen Tag lang trocknen lassen. Selbst wenn draußen schon alles trocken ist, drinnen wird es noch feucht sein. Einen ganzen Tag trocknen lassen und dann könnt ihr wieder einbauen. Und dann ganz neu, habe ich letztens probiert. Dritte Methode ist, aber die ist nur bedingt zu empfehlen, weil ihr wisst ja nie, wie die ganzen Komponenten hier drinnen miteinander sich so festhalten. Waschmaschine, 60 Grad Celsius, mitwaschen, danach ist es sauber. Also ich habe es schon gemacht. Mit anderen HEPA-Filtern, da hat es funktioniert. Nur das würde ich jetzt sagen, macht das nicht jeden Monat. Das machen wir nur einmal im Jahr. Wenn überhaupt, wenn ihr euch traut. Ne? So, also HEPA-Filter. Wir haben nicht nur einen HEPA-Filter, wir haben auch noch ein Vlies hier unten. Das Vlies, mal gucken, wie weit es runter geht. Boah, das ist ein fettes Vlies, ey. Ich ziehe es rein. So, hier ist das Vlies. Das ist ein Schaumstoff-Vlies, durchlässig, um auch zu filtern. Hier genau das gleiche, nass machen, ausbringen, das ist wie so ein Sponge, wie so ein Spongebob. Ne? Den könnt ihr voll waschen, kein Problem. Auch wieder Waschmaschine, nur bedingt, kommt halt darauf an, wie stark dieses Material dann vom Hersteller her gebaut worden ist. Ja, ansonsten, erster Schritt durchpusten, zweiter Schritt waschen mit Waschwasser. Dritter Schritt, Waschmaschine. So, dann hier, was ich jetzt nur noch sehe, ist, wir haben hier einen kleinen Filter aus Metall. Und das war's. Das heißt also, das Teil hier könnten wir auch mit Wasser waschen. Ich sehe hier keine Komponenten, die irgendwie Schaden nehmen sollten. Also, hier ist eine Stromübertragungseinheit. Wieso? Ich denke mal, hier wird vielleicht... Ja, okay, hier kommt Strom an. Nee, dann lasst es. Weil wenn die Kontakte hier korrodieren, sprich röstig werden, dann gibt es keine vernünftigen Stromübertragungen mehr. Also, nicht ins Wasser. Das hier kommt nicht ins Wasser. Zumindest der Teil hier nicht ins Wasser. Diesen Teil hier unten, der sieht mir sehr unschädlich aus. Kein Ding sollte das sein. Also mit einem feuchten Tuch reinigen. So, haben wir gemacht jetzt. Ne? Alles wieder top. Jetzt kommt der Kumpel wieder hier rein.
Also, wieder gucken. Hier sind so Führungsdinger, da sollten wir uns schon dran halten. Und dann quetschen wir den wieder in Back in Position. So, bis er unten ist. Nice. So, jetzt haben wir den Filter, den ersten, installiert. Jetzt kommt die zweite. Die zweite einfach reinlegen mit der Entnahmeöffnung nach unten. Ne, weil es ist ja nach oben. Nach oben. So, damit haben wir es jetzt gereinigt und wieder sauber. Nice, oder? Jetzt können wir es wieder nehmen und hier wieder einspannen. Und ich gucke immer noch, warum da hier die Strom... Ja gut, das stimmt schon. Der Strom muss ja weitergeleitet werden von dem Ding hier oben hin. Ja, okay, dann ist das also eine Durchleitung hier. Da wird durchgeleitet. Okay, also zurück. Back hier hin. Hier haben wir jetzt eine Ausbuchtung hier. Ne? Da ist eine Ausbuchtung und hier ist eine Einbuchtung. Da müssen wir jetzt rein. So, okay. Wenn das übereinander steht, können wir dieses Teil wieder zurück in Position bringen. Wenn ihr genau zielt, macht es klack. So, damit haben wir es wieder montiert. Alles klar. Okay, nochmal. Erstmal hier runter, dann nach vorne ein Stück und weg. Dann ist hier ein Nippel, der Nippel muss da in die Lasche und dann wieder dran. Also, ein bisschen fummeln und einrasten. Schon geht's wieder. So, schon habt ihr euer Teil hier komplett gewartet und es sollte wieder super funktionieren. Geiles Teil. Hier unten kommt unser Stäbchen dran. So, Bajonettverschluss. Und schon haben wir unser komplettes System. Ja, bis jetzt noch stromlos, aber so haben wir es aufgebaut und können es nun, liegt gut in der Hand, bewegen, ist ja nicht schwer, und rumsaugen. Gut, das funktioniert schon mal sehr schön. Jetzt können wir das hier noch ausfahren, ne, um die Länge zu ändern. Einfahren, um die kürzer zu machen. Bajonettverschluss öffnen, um das Teil abzutrennen. Und dann können wir hier den hier dran machen. Auch bajonettmäßig. Und jetzt haben wir hier die kleine Version. Ist auch fest dran durch den Bajonettverschluss hier, den wir wieder entfernen können. Das gleiche System finden wir hier. Achtet also, wo da der Nippel ist drauf. Der Nippel muss nach oben stehen und rastet dann ein. Hier auch wieder. So, geht das auch andersrum? Nee, also, ihr seht, Bajonett geht nur einseitig. So gehen also die einzelnen Moni. Jetzt schauen wir uns natürlich auch noch an, ob das Gleiche, was ich hier gerade gelabert habe, hier dann natürlich auch geht. Ja, tut es. Siehst du, jetzt haben wir so eine Lanze. Können wir jetzt verlängern. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Ding hier vorne zu benutzen. Das Gleiche geht natürlich auch hier mit. So. Das ist super für Ecken oben an der Wand und das hier ist super, glaube ich, für Bodenecken. Also ist ein Unterschied zwischen den beiden Dingern. So, hier ausziehen, hier rausmachen. So, funktioniert wirklich gut alles. Was natürlich auch geht, wenn ihr euch gerne bückt, hier unten dran, dann habt ihr den so als Kompaktlösung. Gut. Alles klar. Aber jetzt bauen wir erstmal uns hier die Fettversion auf. So. Erstmal hier rein. Dann das da unten rein. So. 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 Alles klar. Nächster Schritt ist Akkumulator. Hier ist der Akku. Okay. Da. Der zeigt euch dann an, wie voll er ist. An den LEDs hier wohl. Akku nehmen, hier unten. So. So, mal kurz checken. Rein damit. Okay, ich zeige es euch nochmal. Entfernen, wenn ihr ihn einmal drin haben solltet, hier hinten drücken
und nach unten weg. So, hier seht ihr so verdeckte Kontakte. Hier seht ihr rausstehende Kontakte. Wenn dieses Ding da reinpasst, wenn wir das erstmal dorthin bewegen und drücken es dann hinten fest. So, fest. Okay, nochmal lösen, raus. Rein, vorne ran, hinten festdrücken. So. Und dann können wir das Teil einschalten, indem wir hier den Trigger ziehen. Und es ausschalten, indem wir den Trigger wieder benutzen. Noch, also einmal machen wir es jetzt. Und nochmal, dann ist er aus. Also das Ding ist super leise. Krass, ist ganz leise. Und hier unten seht ihr den Ladestand des Akkus. Eine LED war gerade, das heißt, das Ding muss ich gleich erstmal aufladen. Mal gucken, ob wir hier die Vollpower jetzt überhaupt hinkriegen. So, dann können wir hier die Power verändern, hier hinten drauf. Also ihr habt es gehört, das geht richtig ab. Nicht schlechter Specht. Also es ist gute Saugleistung. Also jetzt glaubt nicht, dass das jetzt mit so einem Monster zusammenkommt, wo der Staubsaugerkörper so dick ist und der Motor schon so dick ist. Das ist es nicht. Aber es ist leicht, es ist kompakt und es hat eine vernünftige Saugleistung, weil ich habe hier gerade dran gehalten und ihr habt schon gesehen, es hat schon ein bisschen was gemacht. So, das heißt also, alles habe ich jetzt euch, glaube ich, gut erklärt. Wenn der fertig ist, kommt der weg. Wird dann hiermit geladen. Und jetzt gehen wir mal alle Options durch, wenn der Akku das noch mitmacht. Aber das ist normal. Ne? Immer wenn ihr ein Produkt bekommt, erstmal den Akku laden. Ne? Und es ist logisch. Und deshalb nächstes Mal, also ihr zu Hause ladet erstmal komplett auf. Das werde ich gleich auch tun. Aber jetzt gehen wir alle Options mal kurz durch, wie sich das auch anhört im schnellen und im langsamen Modus. So, wirklich cooles Ding. Auf geht's hier jetzt. So, auf geht's.
Wow, hat super funktioniert. Guckt euch an, was ich da schon drin habe, in den paar Sekunden des Saugens. Also, hat super funktioniert. Cooles Ding. Ganz leicht und funktioniert klasse. Also, voll zu empfehlen, diese scheiß geile Ding, ey. Voll krass, ey. Viele Optionen. Total leise, viel leiser als alle meine anderen Staubsauger bis jetzt. Sehr gut verarbeitet durch Metallkomponenten und cooles Design. So, dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.